Eldrade war schlank und hochgewachsen wie ihre Mutter. Nur in ihrem vollen, kräftigen Gesicht waren die Züge des Vaters erkennbar, wenn auch nicht so derb und gnomenhaft wie bei ihm. Elda legte ihr schließlich die Hand auf die Schulter und sagte, »Barlow wirst du jetzt wohl häufiger sehen. Du solltest auch unseren anderen Gast begrüßen.« Er brachte sie damit kaum in Verlegenheit. Sie schien es vielmehr als selbstverständlich hinzunehmen, dass man sie mit Barlow in Verbindung brachte. »Ich beneide dich, Lauscher«, sagte sie, »dass du all die Jahre mit Barlow durch das Land reiten durftest.« »Du beschämst mich«, sagte Lauscher. »Von dürfen war da anfangs keine Rede. Zunächst habe ich das nur deshalb getan, weil man es mir aufgetragen hat. Aber später bin ich gern mit ihm geritten, und heute weiß ich, dass ich diese Zeit nie vergessen werde.« Da gab ihm Eldrade die Hand wie einem Bundesgenossen und sagte, »Sei unser Gast.« Dann gingen alle ins Haus. Auch hier war das Essen kärglich, das man den Gästen vorsetzte, denn Gisa ließ ihren Bauern nur das Notwendigste zum Leben. »Ich weiß wirklich nicht, wovon ich immer noch so dick bin«, sagte Elda. »Vielleicht von der aufgestauten Wut auf die gelbäugigen Kerle, die hier seit Jahren den Ton angeben.« »Das werden sie nicht mehr lange tun«, sagte Lauscher und erzählte von der Begegnung auf dem Weg zu Eldas Haus. Elda und seine Leute, die mit ihnen am Tisch saßen, hörten gespannt zu. Als Lauscher die Flucht des Zottigen beschrieb, fingen sie an zu lachen und man konnte ihnen anmerken, dass sie dies lange nicht getan hatten. Elda lachte, dass sein Doppelkinn zitterte. Dann schlug er mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte, »Die Dinge beginnen sich zu ändern und das Beste daran ist, dass es Grund zur Fröhlichkeit gibt. Barlow reitet wieder über Land.« »Gehst du jetzt mit mir wieder die Pferde füttern?« fragte Eldas Enkel, der sich neben Barlow gesetzt hatte und ihn die ganze Zeit über nicht aus den Augen ließ. Barlow nickte lachend, stand auf, nahm den jungen Huckepack auf seine Schultern und ging hinaus. »Das hat er jeden Abend gemacht, solange er hier war«, sagte Elda. »Er ist der beste Pferdeknecht, den ich je gehabt habe.« »Warum ist er nicht hier geblieben?« fragte Lauscher. »Frag Eldrade«, sagte Elda. »Keiner hier kann besser von Barlow erzählen als sie.« »Willst du es tun, Eldrade, wenn ich dich darum bitte?« sagte Lauscher. »Gern«, sagte das Mädchen und begann,